mitmachen! Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Mitten Magnia. Ich bin heute beim TTSV 90 Neubrandenburg. Das ist ein richtig großer Tischtennisverein hier in der Stadt. Und der veranstaltet vom 6. bis 13. April wieder das große Tischtennisturnier der 1000. Da möchte ich dieses Jahr mitmachen. Und deswegen schaue ich den Jungs heute hier mal beim Training über die Schulter, damit ich beim Turnier auch richtig fit bin. Der Tischtennisverein SV 90 wurde 1971 gegründet. Von Beginn an mit dabei ist Wilfried Ludgus. Er nimmt mich heute unter seine Fittiche und macht mich zusammen mit den Jungs fit für das große Turnier. Was macht denn einen richtig guten Tischtennisspieler aus? Was muss ich noch lernen? Ja, einen richtig guten Tischtennisspieler, da gibt es so ein Sprichwort, das kommt glaube ich aus China. Tischtennis wäre zuerst mit dem Kopf, dann mit dem Bein und erst dann mit dem Arm gespielt. Das heißt im Klartext, ich muss relativ reaktionsschnell sein, muss einschätzen können, was der Gegner vorhat, diese sogenannte Antizipation. Dann kommt die Beinarbeit, dass ich immer eine optimale Stellung zum Ball habe. Ja, und das Restliche wird dann durch das sogenannte Händchen gemacht. Wie in allen Sportarten gehört auch beim Tischtennis eine gute Erwärmung dazu. Deswegen spiele ich mit den Kids erst einmal eine Runde Fußball. Ja, ich finde, das hat ja schon ganz gut geklappt. Und jetzt werde ich aber das Mikrofon mal gegen eine richtige Kelle austauschen. Um erst einmal ein Gefühl für die Kelle zu bekommen, gilt es, den Ball so lange wie möglich in der Luft zu halten. Also ich finde, da kann ich schon einigermaßen mit den Jungs mithalten. Dann geht es endlich an die Platte. Wilfried Ludgus und der 14-jährige Florian erklären mir, worauf es ankommt. Wichtig ist der richtige Griff und eine gute Beinstellung. Dann zeigen mir die beiden, wie das in der Praxis aussehen soll. Ja, also das sieht ja schon ganz gut aus, aber gleich komme ich erstmal und dann zeige ich dem Jungen mal, wie der Tischtennis richtig geht. Jetzt trete ich selbst zum großen Duell gegen Florian an. Ein Ball nach dem anderen fliegt mir um die Ohren, aber ein paar Punkte schaffe ich dann doch noch. Ja, liebe Zuschauer, leider 11:3 verloren, aber immerhin 3 Punkte gemacht. Ja, das kann ich dann Tischtennis spielen, da habe ich schon richtige Anlagen. Ja, deshalb machen wir das TTT als Breitensportveranstaltung. Wir haben es ja drei geteilt. Einmal die Aktiven, die in Mannschaften spielen, dann die sogenannten Halbaktiven, das sind uns die Leute, die regelmäßig zum Training gehen. Und dann kommt die Klasse, wo Sie vielleicht reinkommen, diese Freizeitspieler. Weil es bringt nichts, wenn ich Freizeitspieler gegen Aktive spielen lassen würde. Dann, so hat man immer Vergleichsmöglichkeiten auf einem gleichen Niveau. Es soll ja beiden Seiten Spaß machen. Was macht dir denn so viel Spaß, Florian? Was mir Spaß macht? Du kannst dir Freunde bei einem Verein treffen, sag ich mal so. Was sagt man noch da als dazu? Wie schon gesagt, man trifft dir Freunde, man hat Spaß, man kann auch ein bisschen, wie schon, ja, ist ja ein Sport, man macht halt Sport. Ja, danke Florian. Ja, liebe Zuschauer. Ich glaube, bis zum Turnier werde ich es nicht mehr ganz schaffen, ein richtiger Profi zu werden. Aber irgendwann komme ich hier bestimmt noch mal vorbei und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.